junkietaste.com. Jetzt gibt es Honigwein. Ja, der ist wirklich schön goldig in der Farbe. Genau, und die Firma ist Katlenburger. Von denen habe ich jetzt relativ viel schon reviewt. Genau, Honigwein. Verwöhnt göttlich. Das ist jetzt ein ziemlich hohes Versprechen. Verwöhnt göttlich. Traditionelle Herstellung aus reinem Honig. Er hat auch den Preis bekommen, alles klar. Ja, 11%. Ja, und Honigwein wird ja auch Met genannt. In Wikingerkreisen nennt man es auch Met. So, dann werde ich mal den Abzieher abziehen. Okay. Ah. Ja, und unten drunter ist ein Deckel zum Aufschrauben. Sehr praktisch. So, los geht's. Ja, trinkt ihr auch manchmal Met? Das ist doch schon. Aber wenn ihr es interessiert, ich habe sogar Honigbier getrunken. Odins Trunk oder so ist das. Hat sogar Hall of Fame bekommen. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Ja. Göttlich, also verwöhnt göttlich müsste eigentlich Hall of Fame sein. Ja, mal sehen. So ein bisschen sauer. Warum ist Honigwein sauer? Was gibt's denn hier? Roter Met, das habe ich ja noch nie gehört. Honigwein mit Kirschsaft. Ah, nee, das hatte ich ja schon verkostet, glaube ich. Genau, irgendwas mit Kirschsaft. Ah, das war dieses warme Zeug, genau, das hatte ich schon. Enthält Sulfite, okay. Okay, keine Zutatenliste. Aus irgendeinem Grund schmeckt das sauer, obwohl Honig ja nicht sauer ist. Das schmeckt natürlich auch sehr süß. Ich gebe mal einen Win. Oh, frag mich jetzt nicht, ob das gesund ist. Also von hier Dings da, von Apfelwein sagt man ja, das ist gesund. Ob jetzt Honigwein auch gesund ist, weiß ich nicht. Ja, noch ein bisschen Englisch. Das ist es, Honeywine or Mead, as the Viking would say. And it's like the honey from the bees and then they brewed some wine out of it. Yes, they didn't brew it, they had makes it. This wine. Okay. Like somehow they got alcohol out of the honey. It's sweet. It's total. It reminds of honey. Also, the color looks like liquid honey. But for some reason, it's also sour. I'm asking myself, how could something like this be sour? It's maybe because of the process that they make alcohol. So there is maybe some vinegar or something. I don't know. And here, this is nice. I think they promised a little bit too much. They say it's a godlike pleasure. if you're interested in Kaltenburger, I reviewed some products by them. You may just type in Kaltenburger into the search box on my channel or on my homepage. So, that was the review. Are you a Viking? Do you drink meat all the time? Let me know. Yeah, and that's it.